In letzter Zeit kommen immer mehr Patienten zu uns, die sich ihre Ohrtunnel, ihre Flash-Tunnels verschließen lassen möchten. In den allermeisten Fällen ist der Grund, dass es jetzt in Richtung Erwerbsleben geht, dass entweder das Tragen von Ohrschmuck, von großem Ohrschmuck, nicht möglich ist, weil zum Beispiel ein spezieller Helm oder ein Kopfschutz getragen werden muss. Oft ist es aber einfach auch so, dass die Arbeitgeber das nicht tolerieren und dass viele merken, nachdem sie einige Jobabsagen bekommen haben, dass es möglicherweise an dem großen Ohrschmuck liegt. Manchmal ist es auch so, dass dieser Ohrschmuck sich immer wieder entzündet und dadurch einfach zu nervig wird oder dass es nicht mehr so als cool angesehen wird, wie es früher war, als man sich die Tunnels hat machen lassen. Wenn man diese Tunnels verschließt, ist es ganz wichtig, dass man genau weiß, was man tut, denn man kann nicht einfach ein Hautstück entfernen und zusammennähen. Dann entstehen oft eckige oder spitze Ohrläppchen, die unnatürlich wirken. Wenn man die Flash-Tunnels verschließt, dann muss man spezielle Ausgleichsschnitte und spezielle Nahtechniken anwenden, damit sich hinterher wieder ein rundes Ohrläppchen ergibt. Je nach Größe der Tunnels, die Grenze liegt meistens so bei 20 mm, kann man unterschiedliche Techniken anwenden. Hier ist es auch wichtig, dass Sie mit einem Operateur sprechen, der Erfahrung auf diesem Gebiet hat und der sich mit der Ohrläppchenchirurgie auskennt. Bitte melden Sie sich bei uns per E-Mail oder telefonisch, wenn Sie Fragen dazu haben. Wir helfen Ihnen gerne weiter.